Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von dem Minecraft Mod Let's Play 2. Ich bin einfach komplett mal abgestürzt. Der wird ein bisschen synchron. Hoffentlich, ne? Sieht irgendwie nicht so aus. So, ich muss da, ne? Genau, ich kann richtig schöne Fliegen im Wahnsinnstempo hier. Das ist so verdammt schnell. Wow. Ich wollte einfach mal nach Geburt einfach mal suchen. Mal sehen, vielleicht finden wir so, vielleicht so einen oder anderen Lucky Block. Vielleicht könnte auch mal ein bisschen ein paar Rohstoffe einmal so bringen. Ne? Und jo. Ich nehme jetzt hier gerade auch am 21. März auf, also einen Tag bevor die Folge rauskommt. Das ist relativ aktuell. Und da haben wir den ersten Lucky Block. Sehr schön. Da machen wir gleich mal einen Screenshot von. Ich muss echt mal sagen, das Projekt kommt ja wirklich mega bei euch an, ne? Also wow, habe ich nicht gedacht, dass das so gut ankommt bei euch. Finde ich natürlich gut. Und das motiviert natürlich auch ein bisschen, ne? Ah, verdammt. Was hat er denn da? Ein Strich. Wenn wir erklären. Das war übrigens das Selfie-Mod. So, Achtung! Lucky Block. Schaff ich auch den Weg. Ah, ich wollte tot machen, ne? Blöder Schaff. Du. Toll, fliegt alles durch die Gegend hier. Give me. Was haben wir? So. Und ja. Das war's immer. Emeralds, okay. Wow, Scheiße! Nein! Das ist mein Tod. Das werde ich nicht überleben. Niemals. Und genau deswegen haben wir auf Key Inventory True angestellt. Genau. Nur deswegen. Wow, Akkustürz. Latest Death. Oder komm mal porten, ne? Komm, wir dann viel schneller. Gott. Über du und schon immer da. Hallo. Oh, Scheiße. Haha. Ich hätte mal im Fledermaus-Modus bleiben sollen. So, den wir mal in die Lieben hier. Ne? Oder machen wir mal weiter. Da haben wir ein Dorf gefunden. Nice. Aber ein Haus habe ich ja schon, ne? Wir haben auch den Bildschirmsmod, glaube ich, haben wir drin. Ne? Das heißt, wir haben gerade bessere Dörfer, glaube ich, ne? Oh, da bekommen wir jetzt auch neue Villager aus, dann haben wir den hier. Pile of Ashes. Warnen. Lippers. Was machen wir denn die? Ich nehme auch mal alles mein Bild. Also vielleicht jemand von uns Rüstung, die brauchen wir echt nicht. Vor allem haben wir auch einen schönen Friedhof, ne? Gestaltet, wie ich finde. Da haben wir auch ein paar Kisten drin. Nämlich Necromancy-Dinger. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, guck mal euch das an hier. Das ist echt schon eine gute Basis hier für Necromancy. Ging das eigentlich erst in den Dingen hier drin? In den Gräbern irgendwie ganz. Zufällig, ich glaube nicht, ne? Warte, ich rausschmeißen. Jetzt habe ich nochmal den nächsten Lucky Block gesehen. Das ist ein cooler Screenshot, oder? Nur noch einen da oben. Finde ich nice. Der ist cooler, der Screenshot hier. Oh, Spitzhacke. Effizienz 5 und Unbreaking 1, alles klar. Ich habe noch einen Tag bekommen hier. Ah, Carrot Color zieht. Carrot, das ist so ein Zungenbrecher, ne? Carrot. Oh Mann. Ist ja auch der aktuellste Mod, glaube ich, ne? Ne, der zweitaktuellste. Genau, letzte Woche Freitag habe ich den Paddleboard Mod vorgestellt, aber davor Woche habe ich hier den Mod hier vorgestellt, den Carrot Mod. So. Nächster Lucky Block.
Ich wollte auch nicht den Chunks Cubes, Chunks Cube Mod reinmachen, weil ich finde, so ein Einglücksmod reicht. Ich meine Lucky Box und die Chunks Cubes. War ein bisschen OP, ne? Noch eine größere Wahrscheinlichkeit mit beiden Mods den coolen Stuff rausbekommen. Ich mir wurde auch gesagt, dass ich vielleicht 15 Minuten Folgen machen soll. Kann ich machen. Aber heute noch nicht. Oh, mal sehen. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Nochmal so ein Zuckerhaus hier. Wo es natürlich nicht mehr so benötigen jetzt im Moment. Achtung, Hexe. Ach komm, ich lasse mal in Ruhe. Wir sind ja hier, um Lucky Box zu suchen, ne? Wurde echt nicht so tragisch, dass wir sterben, weil wir halt zum Latest Death Point uns teleportieren können. Ne? Also schon echt gut. So, suchen können wir immer noch. Der Primord ist draus, das hab ich schon letzte Folge so schon gesagt, ne? Einfach ein bisschen suchen, einfach durch die Welt, wir sind total langsam. Aber immerhin, guck mal, Freunde, wir können echt schön fliegen. Oh, ich sehe gerade echt gar nichts. Ich werde durchfliegen, danke. Das ist irritierend gerade. Aber man ist einfach so verdammt langsam einfach im Flug, ne? Früher noch. Oder 1.8. Da kommen sie nur so vor. Weiß auch, wer der Fledermaus ist. Also wie eine Fledermaus. Und weil irgendwie auch so langsam fliegt. Da war nochmal sogar raus und einen neuen Lucky Block. Sehr gut. Und was kommen wir raus? Oh! Nice! Sehr gut. Zieht's genug raus. Klammer's kommt auch raus. Yay, jetzt haben wir ein Spiel Gold und Eisen und Diamanten mal wieder. Das meine ich. Das sind schöne Lucky Blocks. Die gefallen mir einfach gut. Oh yes. Jetzt mal ein Kürbis, ne? Ich hab auch noch keine richtigen Gedanken über das Haus gemacht, so. Ich wollte gerne mit Bibliocraft arbeiten und so, ne, und mit dieser Crafters Furniture Mod. Wir werden auch richtig schön hier die Räume einrichten. Also richtig mit Badezimmer und alles, ne, wir haben auch den Sacred Furniture Mod halt drin, habe ich ja schon gesagt. Der fügt halt auch so ein Toiletten und alles hinzu und Badewanne und Duschen. Und da bekommt man richtig schöne Sachen mitmachen lassen. Ja. Und da brauche ich schon Schlafzimmer und so bauen, Wohnzimmer, weil das auch Fernseher und so hinzufügt, ne. Radios und Computer wird das auch hinzu. Da ist auch noch den Deco-Craft Mod drin. Ne? Ein paar Dekorationen so, ne? Und dann noch den Bibliocraft für Tische und so, ne? Ein paar schöne Tische, also da dieser drei muss in einer Kombi, das ist echt schon echt gut. So diese Kombi, ne? Die ist schon echt sehr, sehr nice. So, lange keinen Lucky Dropper gefunden. Ziemlich gut, dass da jetzt einer ist. Sehr nice. Ich freue mich auch schon auf den, ich bin jetzt mal auf den Necromancy Mod. Der wird auch sehr, sehr interessant werden. Und da muss ich irgendwie nochmal reinlesen. Und das alles mal genau macht. So kommt das natürlich auch nicht so aus, das ist natürlich klar. Und ja, wenn ihr die einzelnen Mods schon mal sehen wollt, so könnt ihr gerne in meiner Mods Playlist vorbeischauen, wenn ihr inzwischen wissen wollt, wie funktioniert nun hier der, zum Beispiel der Mordmod oder so, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, in meiner Mods Playlist. So, dann haben wir die nächsten Dinge. Was ich gerade mal mache, ist, kann man so einen neuen Waypoint, also, geh einfach dahin und jetzt, also dann jetzt kann man zum Haus teleportieren
Beispiel kann halt ein paar Sachen einfach nicht so rein, so, ne? Weil ich halt einfach nicht so benötige. Hier ist wieder auf jeden Fall voll. So, können wir direkt hier teleportieren. Mehr M und dann löschen wir den auch direkt wieder. Den brauchen wir nie wieder. Wir müssen Platz im Moment im Winter einfach haben. Ist auch mal diese Dörfer mal ein bisschen so suchen, so. Aber hier gibt es die Necromancy-Mod-Elemente. Auf der Necromancy-Mod, der freut mich schon echt schon drauf, so, ne? Kann echt schöne Kreaturen erstellen, so, ne? Ich hab schon mal vorgestellt, zum Beispiel einfach so ein Mob mit einem Tintenfischkopf und einem Creeper. Bauch mit Hühnchenarmen und Fledermäusen, Schuhen oder so, Füßen. Zum Beispiel, ne? Ne? Und oh, andere Stuff. Kann ich sogar alles mitnehmen. Sehr interessant. So, nicht so, was wir jetzt unbedingt benötigen. Ne? Braucht man nicht. Der war schon bei 3000 Blöcken in der X-Koordinate. Oh Mann, ey. Ich nehme jetzt auch heute nur eine Folge auf. Ne. Kann dann vielleicht auch das nochmal aufnehmen. Ich mache, glaube ich, Matschen, ne? Ich weiß nicht, von welchem Mod das ist. Der Mudball, Matschball. Ich weiß es echt nicht. I'm sorry for this. Der war so dumm aus, ne? Der Fledermaus. So ein riesen Schatten einfach, das ist auch ziemlich unlogisch. Oh nein, Überschwemmung. Halt, der arme Tintenfisch. Sorry. Der wird jetzt ruhig sterben. Ich würde eine Rüstung aus Matsche machen. Ach, dann würde ich jetzt Grundstabilierung wieder hier, dieser, Canyon Ravine. Ich weiß nicht, mit welchem Mod das hinzugefügt wird. Weiß ich halt gar nicht. Muss ich mal gucken. Mach mal auf Tag. Weil es Tag ist einfach schöner ist. So fliegen, ne? So, nächster Ladeblock. Ui, nochmal ein paar Schallplatten. Und nur noch jetzt so unser eigenes Vanille-Radio. Lied Vanille. Oder eine schöne Mine. Okay. Na gut, das waren hier. Wow, ein Diamant. Ist ja geil. Das war ein Zufall. Das klingt einfach immer noch. Mal zeigen hier, ich habe gar keine Hand. So richtig. Hier habe ich noch eine Idee für einen Mod, den ich hinzufügen könnte. Und zwar wäre das der Status Mod, also der Statuen Mod. Mit dem kann man nämlich schon ein paar Statuen so hinzufügen in das Game. Ne? Eine Idee. Dann kommt einfach zum Beispiel vor einer Tür oder so, ne? Also meinen Skin so platzieren, ja, so, ne? Stimmt, so eine Pose hat. Ne? Ist immer interessant. Oh no. Ich flieg nochmal raus, ne? Wieder mal so wie tot. Jo. Ja, klar, egal, ne? Dann schon wieder zu Hause. Und ja. Ich würde sagen, das ist gewesen. Ach, wir haben auch Endermans abends. Damit kann man auch was Cooles machen. Zum Beispiel irgendwie so ein Chicken so mit Enderman Arms, das ist auch ziemlich witzig. Aber wie so eine Black Rose hier. Das ist auch so ein Flowercraft Mod. Ne, egal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen.